Ich bin aus Ostfriesland und ich möchte Ihnen heute einen Brauch vorstellen, der vielen von Ihnen sicher unbekannt ist. Die ostfriesische Sockenwende. Sie erinnern sich, beim letzten Mal hatte ich Ihnen gezeigt, wie die ostfriesischen jungen Frauen pünktlich zu Winteranfang, und der fängt ja in Ostfriesland praktisch gleich nach der zweiten Sommerwoche an, in tiefen, ja totenähnlichen Winterschlaf verfallen. Es ist schon wieder soweit, ich spüre es schon. Ja, können wir nichts dagegen tun? Nein. Nein, ich auch. Wir müssen schlafen. Ja, wir schlafen gleich. Oh, guter Nacht. Wenig später sind hier, wie überall in Ostfriesland, alle jungen Frauen eingeschlafen. Und zwar so fest, als könnte nichts und niemand sie je wieder aufwecken. Ob diese ostfriesischen jungen Frauen jemals wieder aufwachen? Und wenn ja, wie? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Wir eigentlich weniger, aber unser Reporter Harry Hirsch ist Ihnen nachgegangen. Harry Hirsch, bitte melden! Hallo, hier spricht Harry Hirsch. Ich melde mich heute aus dem heiligen Hain der Ostfriesen, dem sogenannten Sockenwendwald, wo heute Nacht die sagenhafte ostfriesische Sockenwende stattfinden wird, die zweifellos in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wiedererwachen der ostfriesischen Jungfrauen stehen soll. In welchem Zusammenhang, das weiß allerdings bisher kein Nicht-Friese, denn es ist auch noch keinem gelungen, Augenzeuge der geheimnisvollen Sockenwende zu werden. Dabei wimmelt der Sockenwendwald heute Nacht von Journalistenkollegen. Frühen Abend sind die Aufnahmeteams unterwegs auf der Suche nach dem geheimnisumwitterten Sockenwender. Alle nicht-friesischen Sendeanstalten haben ihre besten Reporter hierher geschickt, um das Rätsel der Sockenwende endlich zu lösen. Da, Harry Valerien und Margarete Schreinemacher. Mit modernstem technischen Equipment ist auch Stefan Aust für Spiegel TV vor Ort. Und das lockt natürlich den Kollegen Günther Jauch von Stern TV an. Was ist das? Ah, Ulrich Wickert von der ARD. Aber wo ist der sagenhafte Sockenwender? Wir wissen nur eins, es ist ein auserwählter friesischer Jüngling. Und er muss hier irgendwo sein. Herr Valerien, da ist er schon. So, Brotti. Die Frage ist nur, wer wird ihn als erster zu Gesicht bekommen? Hier ist er endlich, der sagenumwobene Sockenwendplatz der Ostfriesen. Und ich bin der Erste und Einzige, der ihn entdeckt hat. Hoffe ich jedenfalls. Nein. Ich habe ihn voll im Bild, den Sockenwender. Er macht sich jetzt unter seiner Sockenwendpelerine zu schaffen. Wir sind sicher alle gespannt, liebe Zuschauer. Was macht er denn da? Was fühlt er denn da herum? Was sucht er denn? Gleich werden wir es sicher alle erfahren. Damit er bringt es zum Vorschein. Es sieht aus wie eine alte Socke. Eine sehr alte Socke. Und es riecht auch so. Machen Sie auf! Der Sockenwendplatz ist leer. Der Sockenwender verschwunden. Die Frage ist, hat der uralte Zauber gewirkt? Werden die ostfriesischen Jungfrauen erwachen? Oh. Ja! 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 Offensichtlich hat der uralte Zauber gewirkt. Aber wie? Wir wissen es nicht.